Liebe verehrte Frau Dr. Flick, sehr geehrter Herr Dr. Cordes, meine Damen und Herren, ich möchte zuallererst einmal Ihnen, Frau Dr. Flick, für die ehrenvolle Einladung, Ihre freundlichen Worte und Ihr großes Engagement bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung danken, aber auch für die sehr hilfreiche Einführung, die Sie uns gegeben haben. Und ebenso bei Ihnen, Herr Dr. Cordes, nicht nur für die großzügige Einführung, die Sie mir gerade gewährt haben, sondern auch für die sehr informative Einführung. Und wenn ich gleich zu Anfang meinen Vortrag so ein bisschen positionieren kann, dann darf ich Ihnen sagen, ich glaube, was Ihnen Frau Dr. Flick gerade erzählt hat, das ist so eine Art Kurzform dessen, was ich Ihnen in etwas längerer akademischer Weise dann im Folgenden ausführen möchte. Und ich glaube, vieles von dem, Herr Dr. Cordes, was Sie gesagt haben, wird zusammen mit dem, was ich noch sagen werde, Anlass für Diskussionen geben. Ich komme aus einem kleinen, unbedeutenden Fach am Rande des akademischen Universums. Die Wissenschaftsgeschichte hat in den letzten Jahren einigen Auftrieb erhalten. So sind wir gerade dabei, hier in Berlin gemeinsam mit den Universitäten ein neues Zentrum für Wissensgeschichte, und Sie hören schon den Unterschied, für Wissensgeschichte, nicht nur für Wissenschaftsgeschichte zu gründen. Aber noch ist die Wissenschaftsgeschichte ein Orchideenfach. Ihr Gegenstand ist die Reflexion über das wissenschaftliche Wissen in seinen historischen Zusammenhängen. Ihre Einsichten könnten folgenreich sein. Aber diese Reflexion über das Wissen soll eben eher am Rande der Disziplinen stattfinden als in ihrer Mitte. So ist unser akademisches System aufgebaut. Kein Physiker und kaum ein Biologe wären bereit, dieser Reflexionsaufgabe eine Stelle zu opfern. Bei Themen wie Energiekonversion, Informationsgesellschaft oder Gentechnologie scheinen Naturwissenschaftler oder bestenfalls Ethiker oder Sozialwissenschaftler gefordert, aber keine Wissenschaftshistoriker. Oder haben Sie etwa, als es vor der großen Tragödie in Japan noch um so harmlose Probleme wie den Sinn der Einführung von E10 ging, einen dringenden Ruf nach einem wissenschaftshistorischen Beitrag zum Thema der Einführung neuer Kraftstoffe in Energiekreisläufe gehört? Dabei ist es doch zum einen offensichtlich, dass so etwas nicht zum ersten Mal geschieht und zum anderen, dass unsere öffentliche Diskussion gerade daran krankt, dass technische und wissenschaftliche Innovationen oder Pseudo-Innovationen nicht in größeren Zusammenhängen gesehen werden. Ich möchte behaupten, Energiekreisläufe lassen sich nicht nachhaltig beherrschen, ohne über die historischen Erfahrungen der Wechselwirkung zwischen Menschen, ihrer Gesellschaft und ihrer Umwelt nachzudenken und ohne das Wissen darüber selbst zum Gegenstand dieses Nachdenkens zu machen. Denn nur so können wir uns die Risiken, die mit unseren Eingriffen in die Natur verbunden sind, wirklich bewusst machen. Die japanische Katastrophe zwingt uns dazu, diese Herausforderung noch ernster zu nehmen. Denn sie macht es nicht nur augenscheinlich, wo die Grenzen der Beherrschbarkeit der Nukleartechnologie liegen, sondern auch, wie wichtig es ist, unsere gesamte wissenschaftlich-technische Zivilisation als ein globales Experiment zu verstehen, dessen Ausgang noch nicht feststeht, dessen Erfolg aber mit Sicherheit von einem verantwortlichen Umgang mit Wissen abhängt. Ich komme darauf zurück. Nach Wissenschaftsgeschichte wird meistens dann gerufen, wenn es um die Rückschau auf die großen wissenschaftlichen Erfolge der Vergangenheit geht, aber auch, wenn sich Disziplinen wie die Physik am Anfang des 20. Jahrhunderts oder die Biologie in unserer Zeit in einem Umbruch befinden und nach neuen Erkenntnisperspektiven suchen. Die Einsichten der Wissenschaftsgeschichte in die Strukturen wissenschaftlichen und technischen Wandels sind dagegen auf breiter Ebene kaum gefragt. Ich denke hier zum Beispiel an die Erkenntnis, dass wissenschaftlicher Fortschritt nicht nur auf Spezialisierung beruht, sondern auch auf Überblickswissen, dem allerdings oft im akademischen Betrieb wenig Raum eingeräumt wird, von Anerkennung einmal ganz zu schweigen. Albert Einstein jedenfalls hätte seine Relativitätstheorie nicht entwickeln können, ohne die Werke des Wissenschaftsphilosophen und Historikers Ernst Mach,
die ihm einen umfassenden Überblick über die begrifflichen Schwachstellen der klassischen Physik verschafft haben. Solche Einsichten sind allerdings bisher nur zarte Blumen im akademischen Vorgarten geblieben, statt zu Nutzpflanzen der Wissensgesellschaft heranzureifen. Heute möchte ich Ihnen zweierlei nahelegen. Auch das aktuelle Thema der Globalisierung lässt sich nicht ohne eine umfassende Geschichte des Wissens, zu der sich die Wissenschaftsgeschichte gerade weiterentwickelt, zureichend verstehen. Es gibt nicht nur die ökonomische und politische Globalisierung, sondern auch eine Globalisierung des Wissens mit ihrer eigenen Dynamik, und sie hat eine lange Geschichte, ohne die sich unsere Gegenwart nicht begreifen lässt. Darin bin ich mir ganz offensichtlich mit meinen beiden Vorrednern völlig einig. Denken Sie etwa an die Globalisierung des Universitätscurriculums mit seiner klassischen Einteilung in die Natur-, Sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächer, die sich zwischen Mexico City, Paris, Bombay und Shanghai kaum unterscheidet, obwohl das an diesen Orten jeweils benötigte Wissen ohne Zweifel oft sehr unterschiedlich ist. Welche politischen Auswirkungen die globale Wissensinfrastruktur haben kann, die das World Wide Web und andere moderne Kommunikationsmittel bieten, lässt sich in diesen Tagen in der arabischen Welt beobachten, die wir doch in unseren Vorstellungen voreilig einem unbelehrbaren religiösen Fundamentalismus überlassen hatten, ohne die ungeheure Eigendynamik zu bedenken, die auch dort in der Gewinnung und Verbreitung von Wissen liegt. Und zweitens folgt aus der langen Geschichte der Globalisierung des Wissens nach meiner Überzeugung, dass wir unseren Umgang mit Wissen radikal verändern müssen. Und zwar genau in die Richtung, die ich vorher angedeutet habe. In allen Prozessen der Wissenserzeugung und Wissensvermittlung, in ihrer Mitte und an ganz konkreten Problemen orientiert, muss in Zukunft das Nachdenken über die historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge von Wissen einen größeren Raum einnehmen. Denn sonst riskieren wir, dass unsere unverzichtbaren längerfristigen Ziele, wie ein global nachhaltiges Wirtschaften, die Erhaltung unserer natürlichen Lebensbedingungen, eine gerechtere und friedliche Weltordnung und die Verminderung von Leid durch Hunger und Krankheiten, dass diese Menschheitsziele ihren vornehmlichen Ausdruck in abstrakten religiösen und ethischen Normen oder ebenso abstrakten politischen Ideologien und Programmen finden, deren praktische Wirksamkeit oft sehr begrenzt bleibt und möglicherweise einfach nicht ausreicht, zukünftige katastrophale Entwicklungen abzuwenden. Wovon ich Sie überzeugen möchte, ist, dass alle diese Herausforderungen nicht nur eine politische und ethische Dimension haben, sondern Herausforderungen an die Erzeugung und Verbreitung von Wissen darstellen. Und dass wir an die Schaffung einer neuen Wissensökonomie denken müssen, die es uns immer weitergehend ermöglicht, politische, wirtschaftliche und ethische Probleme zugleich als konkrete Wissensprobleme anzugehen. Zugleich müssen wir auch umgekehrt lernen, diese konkreten Wissensprobleme als bedingt durch ihre gesellschaftlichen und historischen Kontexte zu begreifen. Wissenschaftler wie der Umwelthistoriker Ramachandra Guha haben dafür Beispiele geliefert. So hat Guha aus dem historischen Vergleich des westlichen, insbesondere des amerikanischen Umweltdenkens mit dem indischen, den Vorschlag einer sozialen Ökologie abgeleitet, die sich unseren gegenwärtigen Problemen zuwendet. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, der langen Geschichte der Globalisierung des Wissens. Sie hat die Menschheit ebenso sehr zusammengehalten wie die biologische Zugehörigkeit zur gleichen Spezies, seit der moderne Mensch sich von Afrika aus über die Welt verbreitete. Gewiss, immer wieder gab es lang andauernde Zeiträume kultureller Isolation, aber es existierten auch immer wieder korridorartige Verbindungen selbst zwischen weit voneinander entfernten Populationen, über die sich Produkte, Werkzeuge oder Innovationen ausgebreitet haben. Bereits 6000 Jahre vor unserer Zeit gab es interkontinentalen Schiffsverkehr, durch den etwa die Bananenpflanze von ihrer Ursprungsregion in Neuguinea nach Afrika kam. Etwa zur gleichen Zeit wanderten Menschen und Güter wie Obsidian, Lapislazuli, Elfenbein, Kupfer und andere Metalle mit Hilfe des baktrischen Kamels quer durch den eurasischen Kontinent.
Archäologen und Historiker haben in jüngerer Zeit erkannt, dass bereits die alte Welt sehr viel stärker vernetzt war, als man es bis dahin vermutet hatte. Die Ausbreitung von Landwirtschaft und Viehzucht rund 10.000 Jahre vor unserer Zeit ist ein gutes Beispiel für den im Wesentlichen unumkehrbaren Charakter solcher Entwicklungen. In diesem Falle führte sie zu einem Anwachsen der Bevölkerung, das die Rückkehr zu einer Wirtschaft von Jägern und Sammlern praktisch unmöglich machte. Ich komme auf diesen unumkehrbaren Charakter der sozioökonomischen Evolution am Schluss meines Vortrags zurück. Seit dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung verbreitete sich die Schrift von Mesopotamien aus über die Welt. Diese fundamentale Innovation der Wissensgeschichte erreichte zunächst Iran und Syrien, 1000 Jahre später dann die Indus-Zivilisation und noch einmal 1000 Jahre später China. Man kann nicht ausschließen, dass es unabhängige Erfindungen der Schrift gab. In Mittelamerika war dies wahrscheinlich der Fall. Was sich aber in Eurasien vom Zweistromland her und von Ägypten her ausbreitete, das war wohl die Idee der Schrift, die sich an unterschiedlichen Orten ganz unterschiedlich manifestierte. Am Beispiel der Erfindung der Schrift lässt sich ein anderes Wesensmerkmal solcher Evolutionsprozesse ablesen. Sie transformieren nämlich mehr oder weniger zufällige oder jedenfalls unvorhersehbare Konsequenzen eines historischen Prozesses in eine notwendige Voraussetzung für die Stabilität des erreichten Entwicklungszustandes. Zugleich werden die erreichten Resultate zu einer Voraussetzung jeder weiteren Entwicklung. Ich betone das deshalb, weil sich hier sehr eindrucksvolle Parallelen zu unserer heutigen Situation zeigen, insbesondere zur Rolle des World Wide Web, das sich ebenfalls einer mehr oder weniger zufälligen Entdeckung verdankt, aber heute nicht mehr wegzudenken ist. Ebenso wie das Web ist die Schrift nämlich keineswegs, wie man lange gedacht hat, zu dem Zweck erfunden worden, für den wir sie heute weltweit einsetzen, als Mittel zur Darstellung, Verbreitung und Archivierung von Sprache und damit als universeller Bedeutungsträger. Die Schrift entstand vielmehr im vierten Jahrtausend vor unserer Zeit als Nebenprodukt der staatlichen Verwaltungswirtschaft mesopotamischer Stadtstaaten. Und hier haben wir sie wieder, die Wirtschaft. Und ihre Kommunikationsfähigkeit, die Kommunikationsfähigkeit dieser frühen Schrift war ursprünglich auf solche Bedeutungen eingeschränkt, die sich aus diesem Verwaltungskontext ergaben. Sie war kein universelles Verständigungsmittel, sondern konnte nur in einem sehr speziellen Kontext sehr spezielle Bedeutungen tragen, etwa über die Abrechnung bestimmter Güter wie Getreide oder Bier. Dennoch schuf diese Proto-Schrift die Voraussetzungen für die langfristige Stabilität der babylonischen Verwaltungswirtschaft und wurde auch zur Voraussetzung der weiteren Entwicklung, insbesondere der zweiten Erfindung der Schrift im dritten Jahrtausend, diesmal in der Tat als universelles Darstellungsmedium von Sprache. Diese zweite Schrifterfindung wäre ohne die Verbreitung und vielfältige Verwendung der ihr vorangehenden Protoschrift nicht denkbar gewesen. Diese universelle Schrift, die Keilschrift, wurde ihrerseits zu einer nicht mehr wegzudenkenden Voraussetzung der weiteren Entwicklung mesopotamischer Großreiche, ebenso wie zur Voraussetzung einer weiteren Globalisierung des Wissens. Eine ähnliche Entwicklung steht übrigens hinter der Entstehung der Mathematik, wie der Wissenschaftshistoriker Peter Damrow gezeigt hat. Auch sie ist aus dieser kontextabhängigen babylonischen Verwaltungsschrift hervorgegangen. Lange Zeit konnten sich allerdings selbst Mathematikhistoriker nicht vorstellen, dass es einmal so etwas wie Zahlen gegeben haben könnte, deren Bedeutung vom Kontext abhängt. Also etwa davon, ob man Menschen zählt, eine Länge angibt, ein Flächenmaß oder ein Maß Bier bestimmt. Übrigens ein wichtiges Anwendungsbeispiel der babylonischen Mathematik. Und dennoch ist unsere Mathematik mit ihrem universellen Gültigkeitsanspruch aus einem Symbolsystem hervorgegangen, das ursprünglich für die Lösung spezieller Verwaltungsprobleme geschaffen wurde und das durch eine solche Kontextabhängigkeit charakterisiert war. Die Universalität mathematischen Wissens ist also nicht das Wesensmerkmal einer bestimmten Erkenntnisform, wie die Philosophen lange geglaubt haben, sondern einer bestimmten Geschichte der Globalisierung,
einer Globalisierung des Wissens, die von Babylon aus ihren Ausgangspunkt nahm, über Griechenland führte und ohne die indisch-arabischen Ziffern nicht denkbar gewesen wäre. Diese Geschichte lehrt uns in der Tat etwas Wesentliches über die Entstehung des abstrakten Denkens. Es erweist sich vor allem, dass das abstrakte Denken über eine Kette symbolischer Formen immer im Konkreten wurzelt und von ihm abhängig bleibt. Die Geschichte des Zahlbegriffs war eine Stufenfolge von Prozessen. Zunächst verbreiteten sich die Hilfsmittel, die zur Lösung konkreter Probleme eingesetzt werden, etwa die primitiven Symbolsysteme jener babylonischen Protoschrift, immer weiter. Sie wurden in Schulen gelehrt und zur Lösung immer neuer Probleme verwendet. Dadurch veränderten sich diese Symbolsysteme und die mit ihnen ausgeführten Handlungen und allmählich änderte sich deren Bedeutung. Schließlich wurden diese Handlungen zum Gegenstand eines Nachdenkens, das sich neuer Symbolsysteme bediente, die dann eine weitere Stufe von der Konkretheit der gezählten Objekte entfernt waren. So entstand aus den Symbolsystemen der babylonischen Protoschrift zunächst die Arithmetik, später die Algebra und schließlich die moderne Zahlentheorie. Wie auch in anderen Globalisierungsprozessen verläuft eine solche Entwicklung nicht so, dass spätere Schichten frühere vollkommen ersetzen. Sie hatten ja, Frau Dr. Flick, auch eingangs von der Vielschichtigkeit der Globalisierungsprozesse gesprochen. Und ich glaube, das ist zwar ein scheinbar fernliegendes, aber doch gutes Beispiel dafür. Deshalb ist übrigens das Erlernen der Mathematik ja heute immer noch so schwierig. Denn mindestens einige dieser Stufen können wir nicht einfach überspringen. Also etwa Zahlentheorie zu studieren, ohne vorher das Zählen gelernt zu haben. Der Blick auf diese historischen Ursprünge von Schrift und Zahl lehrt uns auch, dass es historisch und kulturell unterschiedliche, aber gleichberechtigte Alternativen gab und gibt, um bestimmte Probleme zu lösen. Ich denke etwa an das Beispiel der traditionellen Navigatoren in Mikronesien, die seit Jahrhunderten ihre Boote ohne Kompass und westliche Seekarte über tausende von Seemeilen sicher von einer Insel zur anderen gebracht haben. So konnte man offenbar auch in Babylon mit Zahlen rechnen, die noch gar keine Zahlen waren, aber aus denen dann später unsere Zahlen geworden sind. Die Verbreitung der Schriftkultur war die Voraussetzung für eine enorme Steigerung der Möglichkeiten, Wissen zu verbreiten, aber auch für die Entstehung der Wissenschaft. Wissenschaft entstand an verschiedenen Orten der Welt, der antiken Welt. Die griechische und chinesische Wissenschaft entwickelten sich unabhängig voneinander, aber mehr oder weniger gleichzeitig um die Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus. Die Anfänge der griechischen Wissenschaft liegen in Kleinasien, nicht weit von den Zentren mesopotamischer Kultur entfernt. Durch den Transfer in einen anderen Kulturraum nahm das babylonische Wissen, zum Beispiel über Medizin, Astronomie und Mathematik, eine andere Form an. Die Begründungen dafür, warum eine bestimmte Aussage gilt oder nicht gilt, wurden im griechischen Kontext explizit gemacht, während sie im babylonischen Kontext Teil eines impliziten Wissens geblieben waren. Die babylonische Wissenschaft kennt keine expliziten wissenschaftlichen Beweise, zum Beispiel für den Satz des Pythagoras. Ihr Wissen kommt uns daher wie ein unbegründetes Rezeptewissen vor. Tatsächlich aber handelt es sich eher darum, dass die Kontrolle von Wissen einfach anders funktionierte, dass sie eingebunden war in die uralten institutionellen und praktischen Kontexte, die das babylonische Wissen hervorgebracht hatten. Und dass es innerhalb dieser Kontexte keinen Anlass gab, Begründungsstrukturen explizit zu machen. Das änderte sich natürlich in dem Augenblick, in dem eine andere Kultur sich solches Wissen aneignete. Zumal, wenn es sich um eine Kultur wie die griechische handelte, die, wie Dr. Cordes schon ausgeführt hat, Institutionen aufwies, die darauf ausgerichtet waren, politische Entscheidungen und ihre Begründungen öffentlich auszuhandeln. Die Strukturen wissenschaftlichen Argumentierens, die unsere Wissenschaft noch heute kennzeichnet, sind also nicht einfach eine Erfindung der genialen Griechen, sondern das Erbe eines Globalisierungsprozesses, in dem über Jahrtausende angehäuftes Wissen aus den alten Kulturen Vorderasiens durch einen Kulturtransfer eine neue Form annahm. Dieses Beispiel zeigt, so glaube ich, ganz eindrucksvoll, wie entscheidend kulturelle Brechungen für die Entwicklung von Wissenschaft sein können.
Ich bin überzeugt, dass dies noch heute gilt und dass wir es uns deshalb einfach nicht leisten können, die Vielfalt lokaler Wissenstraditionen zu ignorieren. Aber zurück zu unserer Geschichte. Die chinesische Wissenschaft entstand etwa gleichzeitig mit der griechischen und sogar unter ähnlichen politisch-sozialen Bedingungen. Vor der Errichtung eines Großreiches, in einer Situation miteinander konkurrierender politischer Zentren, in denen es ebenfalls miteinander konkurrierende Philosophenschulen mit zum Teil wissenschaftlicher Orientierung gab. Die weitere Entwicklung der chinesischen Wissenschaft verlief aber völlig anders als die der griechischen. Denn im dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, Entschuldigung, im dritten Jahrhundert, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, also wir sind schon im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, kam es in China unter den Qin zur Gründung eines einheitlichen Reiches, des ersten einheitlichen chinesischen Großreiches, das nicht nur die Konkurrenz der verschiedenen Machtzentren beendete, sondern weitgehend auch die der miteinander streitenden Philosophenschulen. Man sah sie als Bedrohung der ideologischen Grundlagen der staatlichen Einheit an. Philosophische und wissenschaftliche Traditionen wurden auf diese Weise entweder abgebrochen oder konnten nur in enger Symbiose mit staatlichen Institutionen weiterleben. Da es einen Kulturbruch wie beim Übergang von der babylonischen zur griechischen Wissenschaft in China nicht gab, blieben auch in der chinesischen Tradition wie in der babylonischen die Begründungsstrukturen für Wissen weitgehend implizit. Das heißt zum Beispiel, dass es keine expliziten Beweise für Behauptungen oder mathematische Theoreme gab. Daher erscheint uns das antike chinesische Wissen ebenfalls wie ein bloßes Rezeptewissen ohne explizite Begründungen. Und während im hellenistischen Mittelmeerraum bald ein Netzwerk von Wissenszentren entstand, dessen Knotenpunkte zunächst im kleinasiatischen Milet, dann in Athen und schließlich in Alexandria lagen, blieb die Wissensproduktion und Verteilung in China eng an die Zentralmacht geknüpft. Diese Geschichte hat über lange Zeiträume ihre Spuren im chinesischen Wissenschaftsverständnis hinterlassen. Wissensnetzwerke wie das hellenistische bieten einer Wissensökonomie langfristig stabilere Strukturen als zentralisierte Systeme wie das chinesische, denn sie sind weniger anfällig für die Wechselfälle der politischen Geschichte. Auch das ein Gedanke, der uns heute mit Blick auf das Internet nicht völlig fremd ist. Aber auch das hellenistische Wissensnetzwerk war nicht sehr robust, denn es hing ja an den wenigen von mir genannten Knotenpunkten, die kritische Bruchstellen der antiken Wissensökonomie darstellten. Nichts illustriert diese Zerbrechlichkeit besser als der berüchtigte Brand der Bibliothek von Alexandria, der dennoch weniger fatale Folgen hatte als die systematische Vernichtung von Büchern unter der Qin-Dynastie, der bereits genannten ersten Dynastie des einheitlichen chinesischen Großreichs. Wissensökonomie und Wissensnetzwerke waren während des größten Teils der menschlichen Geschichte eher nur Nebenerscheinungen politischer, militärischer, ökonomischer und anderer Entwicklungen. Kein Großreich der Geschichte kam andererseits ohne eine solche Wissensökonomie aus, deren Funktionsweise seine Herrschaftsmöglichkeiten weitgehend bestimmte. So konnte es, wie der Historiker Peter Heather argumentiert hat, im Römischen Reich einfach kein Gesundheitswesen und keine Sozialversicherung geben, selbst wenn dies zum ideologischen Programm gehört hätte, was es natürlich nicht gehört hat. Und zwar einfach deshalb, weil dafür die Informationsinfrastruktur fehlte. Sie reichte knapp dazu aus, das zentrale Steuerwesen und die Armee aufrechtzuerhalten, und auch das nur, weil das tatsächliche Eintreiben des Geldes auf örtlicher Ebene geschah. In Rom hätte man also seine Steuerrechnung wohl wirklich auf einem Bierdeckel machen können. Auch um die Informationsverarbeitung sah es nicht besser aus. Die römischen Archivare ordnen ihre Bestände jedenfalls nur nach Jahren und nicht nach thematischen Bezügen. Aber selbst solche primitiven Informationsinfrastrukturen, ebenso übrigens wie die dazugehörige klassische Bildung, hielten meistens nur so lange wie die politischen Machtstrukturen, denen sie dienten. Dennoch gab es über die politischen Brüche hinweg so etwas wie eine allmähliche Anreicherung der globalen Wissensökonomie mit langfristigen Konsequenzen. Ein Beispiel ist die Erfindung des Papiers im zweiten Jahrhundert in China. Die Erfindung breitete sich entlang der Seidenstraße aus, erreichte gegen Ende des 7. Jahrhunderts Indien und begann sich ab Mitte des 8. Jahrhunderts in der islamischen Welt zu verbreiten.
Im 12. Jahrhundert entstanden dann die ersten europäischen Papiermühlen. Ähnlich global und ähnlich verschlungen ist die Geschichte unserer heutigen Zahlzeichen, die von Indien aus über Syrien und Persien nach Europa kamen. Ohne Papier, als billiges Schreibmaterial, ohne die neue, übersichtliche Zahlenschreibweise und ohne die Erfindung des Buchdrucks, wäre die europäische Renaissance der antiken Wissenschaft nicht denkbar gewesen. Der Grund liegt darin, dass es erst diese scheinbar äußerlichen, medialen Bedingungen, die Möglichkeit für eine viel breitere gesellschaftliche Teilhabe am Wissensprozess geschaffen haben, als dies je in der Antike möglich war. Wiederum fällt die Analogie zur heutigen Situation mit dem Internet ins Auge. Für die Renaissance bedeuteten diese neuen Bedingungen jedenfalls den Anfang einer wissenschaftlichen Revolution. Jetzt konnte zum Beispiel auch verschriftliches technisches Wissen unter Wissenschaftlern, Ingenieuren und Praktikern zirkulieren und so mit anderen, eher theoretisch ausgerichteten Wissenstraditionen in Kontakt treten. Mit einem Wort, ohne diese Entwicklung hätte zum Beispiel ein Leonardo da Vinci wohl kaum so viele Entwürfe zu Papier bringen und mit anderen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Künstlern kommunizieren können. Bereits ein Zeitgenosse, der große Pädagoge Johann Amos Comenius, hatte die Globalisierungsdimension dieses Prozesses erfasst und poetisch auf den Punkt gebracht, ich zitiere, dadurch wurde die ganze Welt für einen allgemeinen Austausch zugänglich und geriet gewissermaßen zu einer Herberge, die alle gemeinsam benutzen. Vielleicht nicht unbedingt die Worte, die wir heute gebrauchen würden, aber doch sehr schöne Worte, wie ich finde. Die Verknüpfung von technischem und theoretischem Wissen war die treibende Kraft hinter der Entstehung der neuen Physik Galileo Galileis und seiner Zeitgenossen. Im polyzentrischen Europa der Renaissance zwischen Florenz, Venedig, Leiden, London, Paris, Augsburg und Prag entstand ein Wissensnetzwerk von einer Dichte, wie es die Antike nie gekannt hat. Damals mussten Werke von Wissenschaftlern wie Archimedes oft mehrere Generationen lang warten, um einen verständnisvollen Leser zu finden. Die europäische Renaissance und die wissenschaftliche Revolution der frühen Neuzeit waren also nicht zuletzt das Resultat eines langfristig wirksamen Globalisierungsprozesses von Wissen. Warum aber entstand die neue Wissenschaft ausgerechnet in Europa? Warum breitete sie sich von hier aus über die ganze Welt aus? Und warum ist bei genauerem Hinsehen der heutige Umgang mit Wissen an verschiedenen Orten der Welt dennoch so uneinheitlich, trotz der machtvollen ökonomischen und politischen Globalisierungsprozesse der jüngeren Vergangenheit und trotz der Globalisierung der akademischen Wissenschaft? Liegt es etwa an Rückständigkeit, dass sich wissenschaftlich und technisch begründete Problemlösungen, etwa für die Behandlung von AIDS oder die Versorgung mit Wasser, nicht einfach von Europa oder den USA nach Afrika übertragen lassen? Um solche Fragen zu beantworten, müssen wir uns noch tiefergehender mit der Struktur von Wissen auseinandersetzen, als wir es bisher getan haben. Wissen ist hier vor allem in einem kollektiven Sinn angesprochen, als das Potenzial einer Gesellschaft, Probleme zu lösen und die dazu notwendigen Handlungen gedanklich zu antizipieren. Ich hatte ja schon angesprochen, dass sich die europäische Renaissance der Wissenschaft nicht verstehen lässt, ohne das Zusammenwirken von theoretischem und technischem Wissen zu berücksichtigen. Aber noch eine andere Art von Wissen spielt eine entscheidende Rolle, das Wissen zweiter Ordnung, also das Wissen über das Wissen. Wenn man nicht an Individuen, sondern an größere gesellschaftliche Gruppen denkt, sollte man eher von Wissensbildern sprechen, über die solche Gruppen oder ganze Gesellschaften kollektiv verfügen. Wissensbilder, das ist der Ausdruck, mit dem der Wissenschaftshistoriker Yehuda Elkanah das kollektive Wissen zweiter Ordnung bezeichnet hat. Sie bestimmen in engem Zusammenhang mit den schon erwähnten materiellen Möglichkeiten und Beschränkungen einer Wissensökonomie darüber, welche Rolle Wissen in einer bestimmten Gesellschaft spielt. Wissensbilder entstehen und verändern sich in enger Wechselwirkung mit anderen Wissensarten, aber sie haben auch eine ganz eigene Dynamik und diese gehört ebenfalls wesentlich zur Geschichte der Globalisierung. Bereits in Mesopotamien entstand seit dem 3. Jahrtausend eine Trennung staatlicher und religiöser Institutionen
und damit auch das Potenzial für eine Verselbstständigung von Wissensproduktion und Verbreitung gegenüber den staatlichen Bedürfnissen. Als Mechanismen kollektiver Selbstvergewisserung, spielen religiöse Institutionen seit jeher eine wichtige Rolle. Und zu dieser Art von kollektivem Bewusstsein gehören auch die Wissensbilder einer Gesellschaft, die Entscheidungen darüber nahelegen, welches Wissen man braucht, welches Wissen legitim oder verboten ist und wie, wo und von wem neues Wissen zu erwerben oder zu verbreiten ist. Dies gilt in besonderem Maße für die sogenannten Weltreligionen wie Judentum, Buddhismus, Christentum und Islam. Religionen also, die allesamt einmal in irgendeinem Sinne Staatsreligionen waren, sich aber im Verlauf der Geschichte aus der Symbiose mit staatlichen Strukturen mehr oder weniger gelöst haben. Sie sind gewissermaßen virtuelle Staaten geworden und zeichnen sich durch eine große Langlebigkeit, durch eine hohe Mobilität sowie die Fähigkeit aus, staatliche Strukturen, wenn nötig, herauszufordern, in Frage zu stellen oder möglicherweise sogar zu begründen. Man denke etwa an den mittelalterlichen Streit zwischen Kaiser und Papst oder den staatsbegründenden Impetus des Islam. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass gerade diesen Religionen eine geradezu schicksalshafte Bedeutung für die Geschichte der Globalisierung des Wissens zukam. Der Buddhismus zum Beispiel war im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung Staatsreligion im Reich von König Ashoka in Nordindien und breitete sich von dort aus zunächst nach Sri Lanka aus. Seit dem späten 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung gewann er an Einfluss in China und erreichte von dort aus Korea, Vietnam und Japan und später im 8. Jahrhundert von Tibet aus die Mongolei. Der Buddhismus ist ein wunderbares Beispiel für die Bedeutung von Religionen für Wissensbilder. Denn er beruht im Wesentlichen auf einer ganz bestimmten Einstellung zum Wissen, die aus kollektiven historischen Erfahrungen und in der Auseinandersetzung mit der brahmanischen Philosophie entstanden ist. Nämlich der Vergeblichkeit aller Versuche, im Wechsel des Geschehens etwas Bleibendes und insbesondere ein Selbst oder gar sich selbst zu finden und daran festzuhalten. Naturwissenschaftliches Wissen war deshalb für den Buddhismus weitgehend unerheblich. Trotz dieser dekonstruktiven Erkenntnislehre breitete sich mit dem Buddhismus ein ganzes Wissenspaket in Asien aus, zu dem Texte, Motive, bestimmte handwerkliche und künstlerische Praktiken, aber auch Formen sozialer Organisation wie die Klostergemeinschaft gehörten, die ihrerseits ein wesentlicher Träger von Wissen war. Die zentrale Rolle von Texten für die Ausbreitung des Buddhismus über Sprachgrenzen hinweg führte dazu, dass dieses Paket, dieses Wissenspaket, auch ein beträchtliches Wissen über Sprachstrukturen einschloss, wie der Buddhologe Jens Bravik nachgewiesen hat. Beim Import des Buddhismus nach Tibet hatte dies zur Folge, dass die Einführung der neuen Religion einem umfassenden Kulturtransfer entsprach, einschließlich der Entwicklung einer neuen Schrift und einer Veränderung der Sprache selbst. Aber der Buddhismus wirkte nachweislich auch nach Westen hin. Legenden und Motive sind in Traditionen außerhalb seines unmittelbaren Wirkungsbereiches eingegangen. Ein überraschendes Beispiel für einen solchen Motivtransfer ist das der Hölle, in der bekanntlich die Sünder schmoren. Ein Motiv, das wahrscheinlich aus dem Buddhismus in das Christentum gewandert ist. Selbst das Klosterleben des abendländischen Christentums, das eine wichtige Voraussetzung für die Überlieferung antiken Wissens im Mittelalter war, hatte möglicherweise buddhistische Vorbilder, die schon Jahrhunderte zuvor in Indien praktiziert wurden. Die Entstehung und Ausbreitung des Islam hat ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Globalisierung des Wissens gespielt. Bekannt sind vor allem die Übersetzungsaktivitäten, durch die seit dem 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung Wissenstraditionen der antiken Welt in der islamischen, in der arabischen Welt übernommen und weitergeführt wurden, sowie die Übersetzungsbewegungen des 12. und 13. Jahrhunderts, durch die antikes und arabisches Kulturerbe, vor allem von Spanien aus, wiederum dem lateinischen Mittelalter zugänglich wurde. Diese zweite Übersetzungsbewegung hatte übrigens zu Beginn eine gewisse Ähnlichkeit mit der Suche nach dem Heiligen Gral, so wie bei Indiana Jones oder Dan Brown, denn das Interesse einiger Abenteurer aus dem christlichen Abendland wurde zunächst durch die Geheimnisse von Astrologie und Alchemie geweckt,
die man aus arabischen Manuskripten zu gewinnen hoffte. Doch schon bald ergaben sich Einblicke in ein ungeheuer reiches Schatzhaus fremden Wissens, das nach immer mehr und systematischer Übersetzungsarbeit verlangte. Hier erkennt man wieder die typische Eigendynamik, die sich mit der Globalisierung von Wissen verbindet. Sie beginnt oft aus äußerlichen Anlässen und verstärkt sich dann selbst, weil Wissen netzwerkartiges anderes Wissen nach sich zieht. Im Falle der Übersetzungsbewegungen des 12. und 13. Jahrhunderts vom Arabischen ins Lateinische führte dieser Transfer schließlich zu einer solchen Wissensvermehrung, etwa über die aristotelische und antike Tradition, dass sich daraus im christlichen Europa weitgehende Konsequenzen ergaben, insbesondere für die Vermittlung des Wissens an den neu gegründeten Universitäten. Religiöse Systeme besitzen im Gegensatz zu anderen Wissenssystemen auch deshalb eine so beeindruckende Stabilität, weil sie eine Gesellschaft in der Breite durchdringen und weil sie allen möglichen Formen von Wissen durch ihre Wissensbilder einordnen können. Sie verfügen damit über eine Art von kollektiver Reflexivität, die der modernen Wissenschaft oft fehlt. Dieser Zusammenhang weist aus meiner Sicht auf eine der Ursachen dafür hin, dass Wissen auch heute noch, trotz der Globalisierung, in unterschiedlichen Gesellschaften eine so unterschiedliche Rolle spielt. Auch das scheinbar universelle Wissen der heutigen Wissenschaft muss nämlich nicht einfach nur spezialisiert und lokalisiert und angepasst werden, um Antworten auf konkrete Probleme vor Ort zu geben, sondern es muss auch in andere, lokal jeweils sehr verschiedene Wissenskontexte eingebunden werden. Um ein Beispiel zu geben, nehmen Sie den Transfer von medizinischem Wissen über die AIDS-Infektion und über die Risiken eines bestimmten Verhaltens in ein Land wie Tansania. Ein solcher Transfer führt keineswegs automatisch zu den erwünschten Verhaltensänderungen, die dazu geeignet sind, die Risiken einer Infektion zu vermeiden. Lokal verfügbare Wissensbilder schließen möglicherweise einfach keine Mechanismen ein, durch die das neu erworbene faktische Wissen auf kollektiver Ebene solche Verhaltensveränderungen veranlassen könnte. Dabei ist dieses lokale Wissen zweiter Ordnung nicht unbedingt nur ein Ausweis von unaufgeklärter Rückständigkeit, sondern es handelt sich in der Tat auch um Wissen. Zum Beispiel traditionelles Wissen über das Funktionieren sozialer Beziehungen im Angesicht von Leiden und Tod. Ein durch Traditionen vermitteltes Erfahrungswissen also, das nicht einfach durch naturwissenschaftliche oder technische Kenntnisse zu ersetzen ist. Aber ein solches lokal stark variierendes Wissen, das weltweit von zentraler Bedeutung für den Umgang mit Krankheiten ist, gehört bisher kaum zum medizinischen Curriculum. Doch noch einmal zurück zu unserer Geschichte. Am Beispiel des Buddhismus mit seiner dekonstruktiven Erkenntnislehre hatten wir ja bereits bemerkt, wie weitgehend kollektive Wissensbilder den Umgang mit Wissen im Einzelnen bestimmen können. Zugleich darf man nicht übersehen, dass gerade wegen dieses engen Zusammenhangs zwischen Wissen erster und zweiter Ordnung der Erwerb neuen empirischen Wissens auch auf die übergreifenden Wissensbilder zurückwirken kann. Das Christentum entwickelte sich im Mittelalter nicht zuletzt durch die Übernahme von zum Teil aus der arabischen Welt überlieferten antiken philosophischen Traditionen zu einem universellen Wissenssystem, Institutionell wurde dieses Wissenssystem von den Universitäten als neuartigen Einrichtungen der Wissensvermittlung getragen. Die christlich-scholastische Philosophie verknüpfte theologische Aussagen mit sehr konkreten Aussagen über die Beschaffenheit der Welt. Seit dem 13. Jahrhundert entstand durch die Arbeit gelehrter Theologen eine Synthese aus religiösem Weltbild und dem verfügbaren wissenschaftlichen Wissen. Dieses hochdifferenzierte Wissenssystem, das im Prinzip keine Art von Wissen unberücksichtigt ließ, wurde dadurch zugleich besonders anfällig für die Herausforderungen, die sich mit dem Erwerb neuen Wissens verbanden. Das christlich-scholastische Wissenssystem befand sich daher in einem beständigen Transformationsprozess, dem zugleich durch das Primat der Religion, dem sich diese Wissensdynamik unterzuordnen hatte, äußerliche Grenzen gesetzt waren. Nur vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, warum die Reform der Astronomie durch Kopernikus im 16. Jahrhundert, die die Sonne statt der Erde in den Mittelpunkt des Weltalls rückte, überhaupt so weitreichende weltanschauliche Konsequenzen haben konnte. Sie fand nämlich im Kontext eines gesellschaftlich dominanten Wissenssystems mit Universalanspruch statt.
Die astronomische Behauptung, dass die Erde im Zentrum des Weltalls steht, war fest in diesem Wissenssystem verankert. Zweifelte man an ihr, und sei es auch aus guten astronomischen Gründen und ohne böse religiöse Absichten, dann brachte man dennoch das ganze System ins Wanken, sodass aus einer astronomischen Umwälzung eine weltanschauliche Revolution werden konnte. In China des 17. Jahrhunderts dagegen löste die von jesuitischen Missionaren dorthin gebrachte kopernikanische Lehre und selbst das Fernrohr Galileis, das die neue Sicht auf den Himmel so anschaulich machte, keine vergleichbaren Umwälzungen aus. Es herrschte eine andere Ordnung des Wissens, nach der Religion und Weltbild mehr oder weniger Privatangelegenheiten waren, während Moral und ein funktionierendes astronomisches Vorhersagesystem zu den Vorrechten des Staates gehörten. Die Auswirkungen der durch die Jesuiten nach China übertragenen wissenschaftlichen Revolution beschränkten sich daher im Wesentlichen auf eine Kalenderreform, von der auch noch die nachfolgende Dynastie profitieren sollte. In Europa dagegen begünstigte die Fähigkeit von Religionen, staatliche Autorität herausfordern zu können, langfristig auch das Potenzial der Wissenschaft, ihrerseits die Autorität von Religion infrage zu stellen. Dies gilt in besonderem Maße für eine religiöse Tradition, die sich so sehr auf die Vermehrung von Wissen und seine Einordnung in ein übergreifendes Weltbild eingelassen hat, wie das Christentum des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Letztlich ließ sich die dadurch entfachte Eigendynamik der Wissensentwicklung nicht mehr durch den Anspruch auf einen Vorrang religiöser Glaubenssätze eindämmen. Sie erinnern sich, von den Rückwirkungen des konkreten Wissens auf das Wissen zweiter Ordnung hatte ich ja schon gesprochen. Vor dem Hintergrund dieser Einsicht sollten wir übrigens auch heute offen bleiben für solche Erschütterungen unserer grundsätzlichen Vorstellungen über das Wissen. Ich glaube auch nicht, dass man solche Einsichten unbedingt vertagen kann, bis die Erschütterungen abgeklungen sind, wie man es uns angesichts der japanischen Ereignisse zurzeit empfiehlt. In der frühen Neuzeit wurde das Potenzial der Wissenschaft, das dominierende Wissensgebäude einer religiösen Weltordnung zu unterminieren, durch die zunehmende praktische Bedeutung der Wissenschaft in den großen Ingenieurunternehmen der Zeit wesentlich verstärkt. Man denke nur an das Arsenal von Venedig oder an die großen Bauprojekte wie den Kuppelbau von Brunelleschi in Florenz, die ständig auf innovatives Wissen angewiesen waren, das letztlich aus der ganzen Welt nach Europa kam. Diese praktische Bedeutung der Wissenschaft trug auch dazu bei, ein neues Wissensbild entstehen zu lassen, das in Antwort auf das dominierende religiöse Wissensbild seinerseits wiederum den Charakter einer umfassenden Weltinterpretation anzunehmen begann. Wie wir sie dann in den großen philosophischen Entwürfen der frühen Neuzeit finden, in den Werken von Giordano Bruno oder René Descartes. Zugleich mit der wachsenden praktischen Bedeutung von Wissenschaft spielte sie deshalb eine wichtige Rolle für die Entstehung und Legitimation einer neuen Weltsicht. Diese neue Weltsicht entsprach dem Selbstverständnis des aufstrebenden städtischen Bürgertums, dem man einer Erklärung der Welt aus ihren eigenen Gesetzen und nicht aus kirchlicher Autorität heraus gelegen war. Darüber hinaus verstärkte sich auch die institutionelle Basis der Wissenschaft, zum Teil durch die Transformation bestehender Einrichtungen wie der Universitäten, zum Teil durch die Entstehung neuer Institutionen wie Akademien und wissenschaftlicher Gesellschaften. In dieser historischen Situation entstand ein sich selbst verstärkender Mechanismus, der die Erzeugung wissenschaftlichen Wissens langfristig an ökonomisches Wachstum koppelte und eine kombinierte Globalisierung von Wissenschaft und Wirtschaft zur Folge hatte. Ab jetzt war die Wissensökonomie nicht mehr nur ein Nebenaspekt anderer gesellschaftlicher Prozesse, ein Mitläufer politischer, militärischer und ökonomischer Entwicklungen, sondern sie war selbst zu einem wesentlichen Motor dieser Prozesse geworden. Diese Entwicklung fand in Europa statt, nicht in China, nicht in Indien und auch nicht in der arabischen Welt. Aber sie war dennoch das Ergebnis einer langfristigen Globalisierung von Wissen, die im Europa der frühen Neuzeit durch die Entstehung einer neuen gesellschaftlichen Gruppe der Wissenschaftler, Ingenieure vom Schlage eines Leonardo oder eines Galilei einen Wendepunkt erreichte.
Gerade die Übersetzung und Brechung von Wissenstraditionen durch den Transfer und durch die Transformation von Wissen aus einem Kulturraum in einen anderen, von Mesopotamien nach Griechenland, von Griechenland in die arabische Welt, von dort in das lateinische Europa, aber auch die Einbeziehung chinesischer und indischer Wissenstraditionen, alle diese Umbrüche haben zusammengenommen dazu geführt, dass es zunächst in Europa zu dem beschriebenen Resonanzeffekt zwischen wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Globalisierung kommen konnte. Paradoxerweise bestand das Besondere der europäischen Situation der frühen Neuzeit nicht in erster Linie in einer spezifisch europäischen Kultur, sondern gerade in ihrem Polyzentrismus, in Patchwork-Charakter des in Europa angelangten oder dort erzeugten Wissens. Ich erinnere nur noch einmal daran, dass die Form wissenschaftlichen Argumentierens sich wahrscheinlich der Übersetzung babylonischen Wissens in einen griechischen Kontext verdankte und dass sich die Wissenschaft der frühen Neuzeit durch ein Zusammenführen von theoretischen und praktischen Wissenstraditionen aus vielfältigen Quellen auszeichnete, die ebenfalls in einen neuen Kontext übersetzt wurden. Solche mit Übersetzungen verknüpfte Perspektivenwechsel haben das Unternehmen Wissenschaft erst möglich gemacht und sollten es auch in Zukunft entscheidend prägen. Bis heute aber gilt, nicht immer aber waren und sind die jeweils herrschenden akademischen Strukturen optimal geeignet für die Ermutigung und Ermöglichung solcher Perspektivwechsel, von der Vorbereitung darauf, etwa durch die Erfahrung von Toleranz in Schule und Erziehung, einmal ganz zu schweigen. Meine Damen und Herren, der Rest ist Geschichte, so könnte man jetzt sagen. Auf die wissenschaftliche Revolution der frühen Neuzeit und auf die europäische koloniale Expansion folgte die industrielle Revolution, dann der industrielle Ausbau der Wissenschaft selbst und die immer tiefer gehende Verflechtung von wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung. Heute aber sind wir, so glaube ich, dennoch mit einer neuartigen Phase dieser Entwicklung konfrontiert, die sich nicht einfach als eine lineare Fortsetzung der Geschichte verstehen lässt. Das bringt mich zum abschließenden zweiten, auf die heutige Situation bezogenen Teil meines Vortrags. Inzwischen hängt das weitere Überleben unserer Spezies in einem Maße von der Entwicklung wissenschaftlichen Wissens ab, die es nahelegt, von einer neuen, dritten Etappe der Evolution zu sprechen, nach der biologischen und der sozioökonomischen Evolution. Seit den Anfängen der Menschheitsentwicklung hat die gesellschaftliche Entwicklung bekanntlich die biologische Entwicklung überlagert. Das Überleben unserer Spezies hängt seitdem nicht nur von den natürlichen Bedingungen, sondern auch von dieser selbstgemachten Evolution ab. Auch wenn wir wollten, könnten wir nicht einfach zu einem vermeintlichen Ursprungszustand zurückkehren. Die Vertreibung aus dem Paradies ist unwiderruflich. Es ist bemerkenswert, wie sich aus einem scheinbaren Nebenprodukt der biologischen Evolution, den Fähigkeiten des Menschen zu einer bestimmten Form von Werkzeuggebrauch und sozialer Interaktion, eine Entwicklung mit eigenständiger Dynamik ergeben hat, eben die sozioökonomische Evolution. Zu dieser Entwicklung von Gesellschaft und Kultur gehörte von Anfang an auch die Erzeugung und Weitergabe von Wissen, später auch von Wissenschaft. Jetzt aber stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Art von Evolution, von der das Überleben unserer Gattung abhängen wird. Auch wenn sich die Evolutionsgesetze im Einzelnen gewiss sehr unterscheiden, sind alle Formen der Evolution durch die fehlende Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel, durch Trial and Error und durch die Umwandlung zufälliger Ausgangsbedingungen in unhintergehbare Voraussetzungen der weiteren Entwicklung, kurz durch die Unumkehrbarkeit der Prozesse charakterisiert. Auch die Wissensevolution ist zunächst als Nebenprodukt entstanden, gewissermaßen aus dem Wissensüberschuss, den die sozioökonomische Entwicklung hervorgebracht hat. Doch heute ist die Erzeugung und Weitergabe von wissenschaftlichem Wissen nicht nur ein mehr oder weniger wesentlicher Teilaspekt gesellschaftlicher Prozesse, sondern vielfach bereits ihre nicht mehr hintergehbare Voraussetzung. Die charakteristischen Züge dieser dritten Etappe treten am deutlichsten hervor, wenn man die großen Herausforderungen ins Auge fasst, denen die Menschheit heute beim Umgang mit Wissen gegenübersteht. Sie sind wie der menschliche Einfluss auf das Klima zunächst einmal Folgen der sozioökonomischen Evolution, in diesem Falle der Ausbeutung fossiler Brennstoffe seit der industriellen Revolution.
Der Umgang mit den Konsequenzen solcher ungeplanten globalen Experimente erfordert jedoch weitaus mehr und vor allem anderes Wissen, als es auf die bisher bekannte und bewährte Weise erzeugt werden kann. Stattdessen werden wir auf die neue, noch weitgehend unbekannte Dynamik der Wissensevolution und ihrer Gestaltung angewiesen sein, um Herausforderungen wie die Klimaentwicklung, das globale Energieproblem, die Proliferation der Nukleartechnologie oder die globale Gesundheitsfürsorge zu bewältigen. Denn alle diese Herausforderungen sind nicht nur globaler Natur, sie erfordern auch eine global denkende und kooperierende Wissenschaft, die zugleich dazu in der Lage sein muss, auch die stark variierenden lokalen Wissenskontexte in ihre Lösungsvorschläge zu integrieren. Vor allem aber muss es ihr gelingen, neues Grundlagenwissen auf einer Skala zu generieren, die bisher weitgehend der angewandten Forschung vorbehalten war, ohne sich jedoch von politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Partikularinteressen vereinnahmen zu lassen. Die Brisanz der Wissensevolution lässt sich am Beispiel der Entwicklung und Verbreitung der Nukleartechnologie veranschaulichen, ein Thema, das zurzeit von tragischer Aktualität ist. Da ist zum einen der grundsätzliche Dual-Use-Charakter dieser Technologie, also die Unvermeidbarkeit der militärischen Dimension. Da sind andererseits die Gefahren allein der natürlichen Radioaktivität für das menschliche Leben. Aber selbst wenn es uns gelänge, diese Technologie ganz abzuschaffen, bliebe das Wissen über Nuklearsprengstoffe erhalten und wäre leicht zu reproduzieren. Die enormen Mengen von radioaktivem Material können nicht einfach entsorgt werden. Jedes Jahr fallen ungefähr weltweit 10.000 Tonnen verbrauchter Brennstoffe aus Kernreaktoren an. Der globale Vorrat an hoch angereichertem Uran liegt etwa bei 1.800 Tonnen. Die Halbwertszeit von Plutonium liegt in der Größenordnung von Zehntausenden von Jahren, die Halbwertszeit von Uran in einer Größenordnung von bis zu Milliarden von Jahren und damit weit jenseits jeder vorstellbaren historischen Zeitskala. Auch der militärisch-industrielle Komplex, ein anderes Resultat dieser Entwicklung, ist nicht ohne weiteres aus der Welt zu schaffen. Denn die 5 größten Rüstungsunternehmen in den Vereinigten Staaten beschäftigen mehr als eine 500.000 Menschen bei einer Wirtschaftsleistung von über 80 Milliarden Dollar jährlich. Diese Fakten machen deutlich, wie unwiderruflich solche Experimente im globalen Maßstab letztlich sind. Da das globalisierte Wissen, das sie produzieren, nicht mehr ausgelöscht und nicht einmal unter Verschluss gehalten werden kann, wird es erst dann kontrollierbar, wenn weiteres Wissen erzeugt wird, und zwar nicht nur technologischer Art, sondern auch über die gesellschaftlichen und politischen Prozesse, die notwendig sind, um mit den sehr langfristigen Folgen leben zu können. Wie schwierig es ist, solches Wissen unter heutigen Bedingungen zu gewinnen, wird erkennbar, wenn wir die Kerntechnologie nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den Herausforderungen globaler Energieversorgung betrachten. Ein zukünftiges Energieversorgungssystem, das nachhaltig und klimagerecht sein muss, wird in verschiedenen Schritten entwickelt werden müssen. Wobei jeder Schritt in erheblichem Ausmaß neues wissenschaftliches Grundlagenwissen sowie beträchtliche gesellschaftliche und ökonomische Anpassungen erforderlich machen wird. Nach jahrzehntelangen Anstrengungen ist der Anteil der Solarenergie am globalen Energiehaushalt gegenwärtig immer noch verschwindend gering. Er liegt bei weniger als 1%. Obwohl die Energiezufuhr durch die Sonne unseren gesamten Energiebedarf im Prinzip decken würde. Die Kernenergie liefert ungefähr 6%. Dabei scheint es unrealistisch und nicht nur angesichts der tragischen Ereignisse in Japan, dass dieser Anteil zu einem wesentlichen Beitrag für die globale Energieversorgung ausgebaut werden könnte. Von einem Nachweis, dass die Fusionsenergie prinzipiell erschließbar ist, sind wir noch um Jahrzehnte entfernt. Die bisherigen Versuche zur Lösung des Energieproblems erscheinen wenig produktiv. Der eingangs erwähnte Biokraftstoff beispielsweise hat nur wenig Bedeutung für die globale Energieversorgung, übt aber einen großen und kaum vorhersehbaren Einfluss auf die Lebensmittelmärkte aus. Sämtliche Konzepte einer zukünftigen Energieversorgung müssen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die verschiedenen biologischen und physikalisch-chemischen Regulationssysteme auf der Erde einerseits und im Hinblick auf die Dynamik gesellschaftlicher Mechanismen andererseits entworfen und überprüft werden. Obwohl der freie Markt das einzig verfügbare System zur Regulierung des globalen Energiesystems ist, ist es durch ihn bisher nicht gelungen, eine angemessene Lösung dieser Probleme zu generieren, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die lokalen Preise die globalen Kosten nicht wirklich widerspiegeln.
Auch daran wird deutlich, wie sehr die zukünftigen Lösungsperspektiven von den Möglichkeiten einer Wissensökonomie abhängig geworden sind. Das Energieproblem ist jedenfalls derart komplex, dass die Forschung sich nicht vorzeitig auf eine Richtung festlegen und nicht nur die technischen Herausforderungen im Blick haben darf, sondern mit alternativen Energieversorgungsszenarien arbeiten muss. Hier ist auch nach Auffassungen von Experten wie dem Chemiker Robert Schlögl eine globale Forschungs- und Entwicklungskooperation gefragt, in der Größenordnung des Manhattan-Projekts, das die Atombombe produziert hat, oder des CERN, des großen Genfer Forschungszentrums für Teilchenphysik. Während allerdings das CERN Grundlagenforschung frei von wirtschaftlichen Interessen betreibt, besteht die größte Herausforderung der wissenschaftlichen Bearbeitung des Energieproblems darin, die nötige unvoreingenommene Wissensproduktion in einem Maßstab zu ermöglichen, der die solcher reiner Grundlagenforschung normalerweise gesetzten Grenzen sprengt. Außerdem muss es uns gelingen, eine globale Perspektive mit den Notwendigkeiten der jeweils sehr unterschiedlichen lokalen Versorgungsszenarien zu integrieren. Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass die großen Herausforderungen der Menschheit ein strukturelles Wissensdefizit offenlegen. Strukturelles Wissensdefizit, das bedeutet, dass es weder einfach so weitergehen kann wie bisher, nach dem Motto more of the same, noch dass es einen Sinn hat, nach alternativer Wissenschaft oder gar Alternativen zur Wissenschaft zu suchen. Wissenschaftliches Wissen ist überlebenswichtig, aber Wissen ist nicht einfach ein Rohstoff, den wir beliebig vermehren könnten. Vielmehr müssen wir nach neuen Formen suchen, um genau das Wissen, das wir dringend benötigen, zu erzeugen und zu verteilen. Und zwar immer zugleich im Bewusstsein des paradoxen Umstands, dass es nur einer von unmittelbaren Anwendungsinteressen befreiten Grundlagenforschung gelingen kann, dieses Wissen zu produzieren. Was wir allerdings brauchen, das ist eine Problem-, Kontext- und geschichtsbewusste Grundlagenforschung von einer völlig neuen Größenordnung. Die Wissensevolution, auf die wir angewiesen sind, um diese reflektierte Grundlagenforschung hervorzubringen, steht gerade erst am Anfang. Ihre Beziehung zur voranschreitenden Globalisierung des Wissens ist offensichtlich, aber viele andere ihrer Merkmale sind noch unklar. Eindeutig ist hingegen, dass sie uns auch dazu zwingt, der Wissenschaft einen anderen Stellenwert in unserem täglichen Leben zu geben, eben nicht nur als Quelle von Expertenwissen, sondern als letztlich allen zugängliche Sphäre des Nachdenkens und Forschens über unsere gemeinsamen Herausforderungen. Konkret sind zum Beispiel die Curricula unserer Universitäten neu zu überdenken, und zwar im Hinblick auf den alten Anspruch des Comenius, alles in Rücksicht auf das Ganze zu lehren. Noch knapper und schöner auf Lateinisch, omnes omnia omnino. In Zukunft müssen jedenfalls sehr viel mehr als bisher die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Wissensdimensionen berücksichtigt werden. Dazu gehören nicht nur die gesellschaftlichen Kontexte wissenschaftlicher und technischer Probleme, sondern auch die historisch spezifische Rolle bestimmter Wissensbilder, der Reichtum und die Verschiedenartigkeit lokalen Wissens und die thematischen Verbindungen, die oft durch Disziplingrenzen getrennt werden. Nehmen Sie das vergleichsweise harmlose, aber in Berlin gerade sehr aktuelle Beispiel der Altertumsforschung. Immer noch sind die Studien der alten Welt nach archäologischen, historischen, philologischen, philosophischen, kunst- und wissenschaftshistorischen Gesichtspunkten in Disziplinen unterteilt. Von der Unterscheidung zwischen klassischer und nicht klassischer Antike, zwischen der Antike als solcher und ihrer Transformation in späteren Kulturen einmal ganz zu schweigen. Was wir dagegen brauchen, das sind neue Institutionen wie das geplante Berliner Antike-Kolleg, die diese Perspektiven in Forschung und Lehre zusammenführen, um die alte Welt als einen fernen Spiegel unserer heutigen Herausforderungen zu nutzen. Von der außerordentlich produktiven Rolle, die Patchwork-Wissen für die globale Wissensgeschichte gespielt hat, habe ich ja schon gesprochen. Klar ist darüber hinaus, dass die zukünftige Gestaltung der Wissensevolution eine ihrer wesentlichen Voraussetzungen in einer globalen Infrastruktur des Wissens findet, wie sie das World Wide Web ermöglicht hat. Ähnlich wie am Anfang unserer Geschichte die Erfindung der Schrift, bietet das Internet gänzlich neue Möglichkeiten der Repräsentation von Wissen. Und wie wir gesehen haben, sind solche Repräsentationen
gewissermaßen die Währung einer Wissensökonomie, für deren Gestaltung äußerst konsequenzenreich. Im Web können lokale Informationen, die von einzelnen Individuen geliefert werden, unvorhergesehene weltweite Bedeutung erlangen. Wie Wikipedia und andere Projekte zeigen, erlaubt das Netz die Kooperation von tausenden Individuen bei der Produktion von Wissen und wie der Fall zu Gutenberg deutlich gemacht hat, auch ein überraschendes Maß an Kontrolle seiner Authentizität. Das Web bietet eine nahezu universelle Vernetzung, indem es im Prinzip jedes Dokument mit jedem anderen verknüpft. Es besitzt eine außergewöhnliche Plastizität, die es erlaubt, verfügbare Informationen schnell zu korrigieren und zu reorganisieren. Darüber hinaus können Informationen rasch aufgefunden werden und mit dieser sehr geringen Latenzzeit sind Produktion und Verbreitung von Informationen nicht mehr durch lange Zeitintervalle getrennt. Die heutige gesellschaftliche, wirtschaftliche und wissenschaftliche Realität ist ohne das Netz undenkbar. Das Netz schafft viele der essentiellen Voraussetzungen, um die Wissensevolution so zu gestalten, dass Lösungen für die beschriebenen Probleme möglich werden. Im Prinzip ermöglicht es erstmals in der Menschheitsgeschichte eine globale, dynamische Repräsentation menschlichen Wissens mit einem starken, selbstorganisierenden Potenzial. Der damit verbundene, im Prinzip universelle Zugang zu Information kann daher als maßgeblicher Katalysator für eine global vernetzte und gut informierte öffentliche Meinung wirken, die als Motor und Korrektiv der politischen und ökonomischen Entscheidungsfindung dient und die zugleich globale mit lokalen Perspektiven verbindet. Das Web konfrontiert uns allerdings auch mit der Tatsache, dass in seiner gegenwärtigen Beschaffenheit kaum eines dieser Potenziale bereits realisiert ist. Angesichts knapper Kassen neigen zum Beispiel auch öffentliche Museen, Galerien, Archive und Bibliotheken dazu, nicht nur ihre Schätze weiter zu hüten, sondern sie stärker als je zuvor zu kommerzialisieren. Sie behindern damit die Forschung. Sie schließen die globale Öffentlichkeit aus, und zwar oft auch diejenigen, aus deren Heimat die Schätze der Archive und Museen ursprünglich stammen. Es besteht die Gefahr, dass das Internet mehr und mehr zu einer Plattform verkommt, die hauptsächlich der Vermarktung von Informationen dient, statt diese offen zugänglich zu machen und das ungeheure Potenzial, das in ihrer Vernetzung besteht, auch tatsächlich zu verwirklichen. Statt planvoll die Besiedlung eines neuen Kontinents des Weltwissens ins Auge zu fassen, macht sich im Internet eine kurzsichtige Goldgräbermentalität breit. Mit einem Wort, die Vision eines freien Zugangs zu wissenschaftlicher Information und zum kulturellen Gedächtnis der Menschheit ist von der Verwirklichung noch weit entfernt. Und was tatsächlich vonnöten wäre, geht über diese Vision weit hinaus. Ein Web des Wissens, das nicht nur für die Repräsentation von Information, sondern für die Globalisierung von Wissen optimiert ist. Die Entwicklung des Web unterscheidet sich also im Grunde nicht von anderen Pfaden in Richtung einer Wissensevolution. Ebenso wie die Schrift vor mehr als 4000 Jahren in Mesopotamien, entstand das Web unerwartet als Nebenprodukt anderer Prozesse. Es wurde am CERN ursprünglich zur Verbesserung der Kommunikation unter Physikern entwickelt. Das Web hat damit aber eine neue Realität geschaffen, die ohne dieses Medium nicht mehr vorstellbar ist und die die kritische Rolle des Wissens in zukünftigen Entwicklungen noch weiter stärkt. Wie in den anderen Fällen, die wir betrachtet haben, konfrontiert uns das Web nicht nur mit technischen Problemen, sondern vor allem auch mit gesellschaftlichen Gestaltungsfragen, wie insbesondere mit der entscheidenden Frage nach dem offenen Zugang zu Wissen, insbesondere zu wissenschaftlichem Wissen. Von diesem offenen Zugang ist die Realisierung des beschriebenen Potenzials für einen kollektiven Erkenntniszuwachs entscheidend abhängig. Das ist das eigentliche Hauptargument für die Forderung nach Open Access zu den Ergebnissen der Forschung und zum kulturellen Gedächtnis der Menschheit, wie sie die Berliner Erklärung der Max-Planck-Gesellschaft gefordert hat. Nicht ökonomische Gründe, sondern dieses Potenzial der Vernetzung. Zusammengenommen repräsentieren alle genannten Beispiele die Herausforderungen einer neuen Wissensökonomie, in der auch die historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge von Wissen eine entscheidende Rolle spielen. Ganz offensichtlich stehen wir gemeinsam vor der Herausforderung, diese Wissensökonomie so zu gestalten, dass das für die Lösung der Menschheitsprobleme dringend benötigte Weltwissen hervorgebracht, miteinander vernetzt
und jedem, der es zu bestem Nutzen einzusetzen vermag, zugänglich gemacht werden kann. Das, liebe Frau Dr. Flick, scheint mir die Antwort auf die Frage zu sein, wem das Wissen der Welt gehört. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.